Hi, ich bin Chrissy. Das sind meine Alkoholmarker. Nachdem ich seit 2 Monaten nur mit Aquarellfarben und Buntstiften unterwegs bin, fehlen die mir richtig. Deswegen kommt jetzt mein Ohohu-Markerpad wieder zum Einsatz, sowie eine Promptliste, die ich mir auf Instagram gespeichert habe, beziehungsweise eine von den vielen Listen, die ich mir da gespeichert habe, damit ich endlich wieder mal drauf losmalen kann mit meinen Markern. Dieses Video ist kein Tutorial. Es geht vielmehr um das tägliche Leben, das reale Leben, was passiert, sozusagen im Daily Business. Denn wer malt, der malt nicht immer nur komplett ausgearbeitete, ausgereifte Illustrationen, sondern malt auch mal Übungen. Malt irgendwas vor sich hin, probiert einfach mal aus. Wie gesagt, nicht alles ist immer super schick. Und ich denke, das muss auch einfach mehr gezeigt werden. Es muss mehr gezeigt werden, wie es einfach wirklich ist. Es ist nicht jede Seite im Skizzenbuch wunderschön und ästhetischer Sketchbook-Spread, wie man so gerne sagt. Und es gibt auch Übungen, Seiten, in denen man einfach ausprobiert und die nicht so gelungen aussehen, aber aus denen man trotzdem etwas gelernt hat. Und um eben mal wieder zu üben und auszuprobieren, habe ich mir diese Promptlist als Inspirationshilfe genommen. Da geht es um 14 Tage hintereinander Früchte malen. Ich mache das halt jetzt nicht in 14 Tagen. Ich habe mir mal so ein, zwei Abende Zeit genommen, einfach so viel zu malen und so lange zu malen, wie ich Lust habe. Ich habe am Anfang angefangen, die Liste von oben abzuarbeiten. Tag 1 war Melon, also Melone. Ich habe mich klassisch für die Wassermelone entschieden. Ich habe ein paar Mixed-Media-Experimente gemacht mit Buntstiften, habe meine verschiedenen Buntstifte mal ausprobiert, wie die auf den Markern funktionieren und arbeiten. Habe versucht, ein bisschen für mich ungewöhnliche Farbkombinationen auszuprobieren, einfach um zu schauen, was vielleicht unerwartet gut miteinander funktioniert oder vielleicht auch nicht funktioniert. Hier kam jetzt ungefähr der Punkt, an dem das Experiment für mich ein bisschen zu chaotisch und unkontrolliert wurde, für mich als alte Perfektionistin. Aber ich habe es trotzdem so stehen lassen. Das ist jetzt einfach, wie es ist. Wie gesagt, Übung. Übung im Skizzenbuch, nichts, wofür man sich schämen muss. Bei der zweiten Frucht, das war Apfel, da hatte ich sogar eine Idee, was ich mal ausprobieren möchte, eigentlich schon länger. Und obwohl ich die Idee schon länger hatte, war ich überrascht, wie chaotisch ich da rangegangen bin und wie schlecht ich die Idee umgesetzt habe. Denn die Idee war, mit Markern mal zu malen, wie als ob es Farbe wäre. Also ich wollte, dass die Markerstriche aussehen wie kurze Pinselstriche, aber um das zu erreichen, hätte ich eben auch kurze Striche machen müssen. Wie ihr seht, habe ich viel zu lange Striche gemacht. Wobei es hier wirklich einen Punkt gab, an dem es gar nicht schlecht aussah, wo es gar nicht schlecht funktioniert hat, obwohl ich irgendwann wie aufgegeben habe. Ja, am Schluss noch ein kleines Recap gibt es noch dazu, wie ich jede Übung fand und was ich für mich daraus mitgenommen habe. Da möchte ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Ich denke aber, man sieht schon, was hier gelungen ist und was vielleicht nicht so gelungen ist. Ich habe dann an einem anderen Tag weitergemacht mit meiner Drauf-Los-Mal-Übung. Und da habe ich mir so eine Art kleine Challenge sogar gesetzt, denn ich habe diese Copic-Chau-Marker, die ihr hier aufgereiht seht. Und mit denen habe ich so gut wie noch gar nicht, beziehungsweise wirklich noch gar nicht gemalt. Die meisten davon, ich glaube ein bisschen mehr als die Hälfte, habe ich auch ziemlich neu letztes Jahr in meinem Adventskalender gehabt. Und mit denen habe ich noch nicht mal einen einzigen Strich gemalt. Die hatte ich noch nicht mal geswatcht. Und ich wollte die jetzt einfach mal ausprobieren und einfach mal mehr mit denen machen. Denn jeder Marker, Marke und auch jede Art von Markern verhält sich mal ein bisschen anders da. Und da wollte ich ja, die einfach mal ausprobieren und auch die Farben ein bisschen kennenlernen. Und was hier gerade aussieht wie eine Zwiebel, das ist ein Granatapfel. Das war das dritte Obst auf der Liste. Den Granatapfel, den habe ich auch noch relativ unoriginell gemalt mit, ja, er ist nicht ganz so rot geworden aufgrund der Farben, die ich eben zur Verfügung hatte, aber jetzt auch nicht ganz so freaky, nenne ich es mal. Die Banane dachte ich mir, da fange ich mal mit Blau an. Und ja, die Banane. Ich habe, glaube ich, noch nie zuvor eine Banane gemalt und musste feststellen, das ist gar nicht so einfach, wie ich jetzt gedacht hätte. Und eine Banane nur aus verschiedenen Gelbtönen besteht. Und ich hatte dann totale Schwierigkeiten, die verschiedenen Gelbschattierungen auf die zu mir zur Verfügung stehenden Grün- und Blautöne umzusetzen. Also ich habe jetzt
Ja, einfach wirklich drauf losgemalt und versucht einfach nur die Optik von der Banane zu. Also es hat mir die Banane, die hat mich genervt. Ich habe dann einfach auch irgendwann aufgehört und bin zum nächsten übergegangen. Bei der Avocado waren dann die Farben, die ich noch gar nicht benutzt hatte, dieses hellgrün, dunkelbraun und dunkellila. Und ich dachte, ich bin super innovativ damit, eine Avocado mit einer braunen Schale zu malen und einem lila Kern. Also der lila Kern ist natürlich nicht realitätsnah, aber ich habe dann leider zu meiner Enttäuschung festgestellt, es gibt wirklich Avocados mit brauner Schale, also war das nicht ganz so, war das nicht ganz so innovativ, wie ich angenommen hatte. Natürlich war jetzt auch das grüne Fruchtfleisch nichts Außergewöhnliches, aber nach der nervigen Banane hat die Avocado immerhin wieder Spaß gemacht. Und nach einer Seite nur Copic Chaus wollte ich mal mit meinen Winsor und Newton Pro Markern weitermachen. Ich hatte dazu ein ziemlich schönes Bild von einer Mango gefunden, die total viele verschiedene Farben beinhaltet hat. Und die hatte ich total angeboten, weil das auch total die Farbpalette von den Markern getroffen hatte. Aber ach ja. Schaut euch das Elend mal kurz an. Meine genauen Gedanken dazu erfahrt ihr später noch. Ich kann gerade gar nicht dazu viel dazu sagen, außer das ist Realität im Skizzenbuch. Das ist so eine typische Übung, die geht daneben und die ist einfach so. Mit etwas Glück hat man aber wenigstens was draus gelernt. Eine kleine süße Kirsche, zu der gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen. Die habe ich einfach versucht, mit zwei verschiedenen Farben nur mit der Rosa und der Rot zu malen. Hat wesentlich besser geklappt als die komische Mango. Und die hat mich dann wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, runtergeholt, nachdem mich die Mango da auch mal wieder ein bisschen frustriert hat. Also ist ein bisschen doof, in einem Skizzenbuch von Frustration zu reden, aber es ist einfach so. Es ist, ja, was soll ich euch was vormachen? Manchmal nervt es dann schon, wenn man sich was vorstellt und es wird einfach nicht so, wie es wird. Deswegen habe ich mir bei der Kirsche nicht ganz so viel vorgenommen. Und hat dann auch geklappt. Ich habe auch eine Handvoll Copic Sketch und die zwei orangefarbenen, die haben regelrecht nach der Orange geschrien. Da habe ich jetzt keinen großen Act betrieben bei dieser Übung, möchte ich es mal nennen. So einfach ein Versuch. Ja, ein Versuch, eine Übung, ein bisschen, ja, Struktur, eine andere Art von Struktur auszuprobieren. Schauen, wie was wirkt. Was anderes gibt es dazu, ehrlicherweise nicht zu sagen. Die Pflaume wollte ich dann mal versuchen, mit nur einem Stift zu malen, mit dem dunkellilanen Copic Chau. Der war wirklich sehr dunkel. Es war wirklich sehr schwer. Und bei der zweiten Pflaume habe ich auch beschissen. Ja, da habe ich mir schon eine schwere Aufgabe gestellt. Das hat mich dann auch überrascht, wie schwer es war. Hätte ich mir auch nicht so schwer vorgestellt. Es wäre wahrscheinlich eine ganz gute Übung geworden, wenn ich mir da jetzt nicht einen der dunkelsten Stifte, den ich habe, zur Verfügung gestellt hätte. Ein paar Töne heller wäre wahrscheinlich besser gewesen. Bei der Kiwi bin ich nochmal auf die Copic Chow Seite zurückgegangen. Da dachte ich mir, da habe ich ja fast schon die realitätsnahen Farben für und ich probiere es mal etwas realitätsgetreuer. Ich bin hier allerdings nicht sehr experimentierfreudig gewesen. Ich bin hier eigentlich in altbekannte Muster zurückgefallen, in meine fast ja, Routinearbeit. Mal abgesehen davon, dass es jetzt nicht vorskizziert war. Ich habe dann höchstens versucht, noch ein bisschen spontan zu sein und nicht zu viel nachzudenken. Aber das war dann irgendwie so auch so das Zeichen dafür, fand ich jetzt, dass es vielleicht doch auch die Art und Weise ist, wie ich einfach am liebsten arbeite und wie es mir am meisten Spaß macht. Also auch wenn ich jetzt in alte Muster zurückgefallen bin, hatte die Übung dann trotzdem einen Zweck am Ende oder hat ein Ergebnis gebracht, sagen wir es mal so. Da ich das gemacht habe, weil ich mal wieder Lust drauf hatte, mit Markern zu malen und mir die Lust jetzt irgendwie vergangen ist, ich weiß auch nicht, wie ich es anders das sagen soll, höre ich jetzt auch auf. Denn wenn es keinen Spaß mehr macht, bringt es auch nichts, einen dazu zu zwingen, weiterzumachen. Mal eine kleine
Zusammenfassung, rückblickende Übersicht. Die erste Seite, die hatte ich auch an einem anderen Tag gemacht als die anderen beiden Seiten. Und ich merke, dass ich da definitiv mit einem anderen Kopf dran gegangen bin. Ich war da ganz anders bei der Sache. Ich hätte zwar hier definitiv viel früher aufhören müssen, beziehungsweise hätte nicht so viel Blau hier drüber machen dürfen. Dadurch sieht man gerade jetzt auch in der Aufnahme gar nicht mehr viel von dem Rot, weil das Blau das hier so, wie soll man sagen, die Farbe weggenommen hat. Aber die Wassermelone, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Die ist ganz gut geworden. Aber ich fand es jetzt gar nicht schlecht, so zu malen. Also ich würde es definitiv nochmal probieren, vielleicht ein bisschen ernster, also mit ein bisschen mehr Konzentration und Überlegungen. Ich glaube, würde es ein ganz gutes Bild, könnte es ganz gut aussehen. Aber an die Seite bin ich ja ganz anders daran gegangen als an die vorherige Seite. Die Banane, die hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht zu malen. War ganz cool, finde ich, den Granatapfel, auch wenn die Farben natürlich nicht passen, aber ich finde trotzdem erkennbar, was es sein soll. Am besten gefällt mir die Avocado. Der Kern ist ziemlich gut geworden. Die Kiwi finde ich auch nicht so schlecht. Vor allem die Schale, da habe ich nur dann wieder, bin ich zu sehr wieder in meinen üblichen Verblendmodus gegangen. Ja, das war dann nicht mehr experimentell, das war dann einfach wirklich meine alte Gewohnheit. Die Mango, die hätte einfach kleiner sein müssen, denke ich. Und was es auch wieder gezeigt hat, ich habe jetzt mit drei verschiedenen Marken in vier verschiedenen Ausführungen, weil bei den Copics habe ich ja die Sketch und die Ciao benutzt. Und ich habe mal wieder gemerkt, dass mein früherer Eindruck von den Pro-Markern, von den Winsor & Newton Pro-Markern, immer noch gleich ist. Nämlich, dass sie sich ganz anders da verhalten als die anderen beiden Marken, als die Ohuhus und die Copics. Und dass ich da noch nicht die richtige Methode gefunden habe, mit denen zu arbeiten. Ich finde es auch am schwierigsten, mit denen zu arbeiten. Die verhalten sich ganz anders, als man es erwarten würde oder als ich es erwarten würde, weil sie sich einfach ganz anders da als die Ohuhus und die Copics verhalten. Da habe ich gar nicht diese Strichoptik hinbekommen, die ich hier vorne hatte, obwohl ich mir total Mühe gegeben habe. Das ist die Winsor & Newton, die schwimmen irgendwie extrem lange auf dem Papier immer drauf. Was da dafür sorgt, dass man sie voll gut verblenden kann miteinander, total leicht. Aber was es auch total schwierig macht, die mit anderen Markern zu benutzen, habe ich schon gemerkt. Die Kirsche ist ganz süß geworden. Die Orange, da fehlt ein bisschen Kontrast, aber das liegt da an diesem blassen Orange. Ich habe dieses Orange irgendwie viel intensiver in Erinnerung. Das hier unten ist übrigens passiert. Das passiert, wenn man vergisst, diesen Schutz da zwischen die Seiten zu legen. Als ich die Kiwi gemalt habe, habe ich das vergessen, hier das zwischenzulegen. Und deswegen ist hier das Braun ja durchgekommen, weil ich hier so ewig verblendet habe. Bei der Pflaume, da war ich einfach ungeduldig. Da habe ich mich selbst genervt. Hier habe ich ja nochmal ein bisschen mit dem anderen Stift drüber gemalt, mit der anderen Farbe. Aber ich finde jetzt hier getrocknet ist der Kontrast ziemlich gut rausgekommen und ich hätte mir einfach mehr Zeit lassen müssen. Ich hätte quasi erstmal mehr Trocknungszeit zwischen den Schichten sorgt auch für mehr Kontrast. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal drüber gehen würde, würde da noch ein bisschen besserer Kontrast entstehen. Aber da hatte ich einfach keine Geduld mehr für. Alles in allem würde ich sagen, es war eigentlich, auch wenn der zweite Tag, an dem ich jetzt die zwei Seiten gemalt habe, ein Tag war, an dem ich irgendwie ganz andere Konzentration hatte als an dem ersten Tag, habe ich wieder trotzdem viel über meine Farben gelernt. Und es hat mir in gewisser Weise doch einiges gebracht, mal so ein bisschen mit Markern einfach so drauf loszumalen und nicht zu viel nachzudenken. Das zeigt mir vor allem mal wieder, wie schwer ich nicht nachdenken kann und wie schlecht ich die Ergebnisse teilweise auch finde, wenn ich nicht genug nachdenke, in Anführungszeichen. Dass das was ist, was ich vielleicht ein bisschen mehr üben sollte, dieses Loslassen nach wie vor. Denn wie man es sieht, kann auch was ganz Gutes bei rauskommen, wenn man nicht ganz so viel denkt. Auf jeden Fall hat es mal wieder Spaß gemacht, meine Marker endlich nach einigen Monaten wieder zu benutzen. Ich muss auf jeden Fall mal wieder ein ordentliches Bild damit malen und auch mehr üben. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zusehen oder hattet vielleicht sogar Spaß dabei, während ich kreativ war, auch selbst kreativ zu sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, auch weiterhin eine kreative Zeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video.